Achtung! Hier sehen Sie gleich ein Bild, das viele in Aufruhr versetzt. Um dieses Wappen wird erbittert gestritten. Verstehen Sie, weshalb? Falls nicht, geht es Ihnen wie diesen Herren. Denn die fragen sich, weshalb das Wappen plötzlich geändert werden soll. Wir sind doch deswegen nicht Rassisten, weil wir das Ding hier beibehalten wollen. Mehr als 10.000 Leute wollen das Wappen weghaben. Für schwarze Menschen sei es diskriminierend und verletzend. Was uns leider fehlt, ist der vom Rassismus Betroffene, der hier steht. In diesem Film werden die Männer eine schwarze Frau treffen. Werden beide Seiten etwas Neues lernen? Nicht nur hier wird gestritten. Quer durch die Republik tobt ein Streit um die politisch korrekte Sprache. Was darf man noch sagen? Was noch zeigen? Aber wieso ist es ein Schimpfwort? Wo läuft es hin? Darf ich nichts mehr sagen, oder? Ist die Meinungsfreiheit in Gefahr? Oder gibt es gute Gründe, bestimmte Begriffe und Symbole nicht mehr zu verwenden? Fragen Sie sich auch manchmal, was darf man heute noch sagen? Dann sind Sie hier genau richtig. Möhringen, ein Stadtteil von Stuttgart. Volker Grosser ist seit fast 2 Jahrzehnten im Bürgerverein. Seit 7 Jahren plant er als Vorsitzender Woche für Woche Feste und Veranstaltungen. Schon seit der Vereinsgründung vor 50 Jahren ist auf jedem Brief und Plakat das traditionelle Möhringer Wappen. Und darin das Bild einer schwarzen Frau. Ihre Darstellung provozierte jetzt eine Petition im Netz. Dort wird die Abschaffung des Wappens gefordert. Es sei angeblich diskriminierend. Volker Grossers erster Gedanke: Wer regt sich denn da so künstlich auf? Warum macht man da so ein Aufhebens? Warum lässt man das nicht einfach im Sand verlaufen und ignoriert das? Und man hat sich in Möhringen daran gewöhnt und niemand nimmt hier, nahm bisher Anstoß an dieser Darstellung. Doch ignorieren geht nicht mehr. Inzwischen unterstützen 11.000 Menschen die Petition. Viele Schlagzeilen sind in der Welt. Volker Grosser versteht die Welt nicht mehr. Heute will er 2 Vereinsmitglieder treffen, um über die Zukunft des Wappens zu beraten. Der Bürgerverein hat rund 200 Mitglieder. Weder Wappen noch Rassismus waren in den letzten Jahrzehnten jemals Gesprächsthema. In Möhringen gab es nämlich mal einen Kaffee im Rohr. Und keiner hat sich dran gestört. Da war es auch noch nicht Mode, über Rassismus sich das Maul zu zerreißen. So ist es, ja. An jeder Ecke irgendwelchen Rassismus zu sehen, das ist so absurd und intolerant im Prinzip. Also ich finde es traurig, dass wir im Moment in einer Zeit leben, wo alles in Frage gestellt wird oder sehr viel in Frage gestellt wird. Das ist ja a priori nicht schlecht. Ja, wenn das ist ein alter Zopf mal aufgemacht wird und dann mal richtig guckt, ob man den weiter so zusammenflicht oder ob man dann vielleicht einmal was Neues macht. Ja. Das ist ja nicht schlecht. Nur die Rechthaberei, die damit verbunden ist, das dass ist ich, das, wenn ich etwas in Frage stelle, automatisch auch Recht habe, das ist das, was das ist, so ja, genau. In die Rassistenecke wollen Klaus Rode, Volker Grosser und Klaus Eberle nicht gestellt werden. Schließlich existiere das Wappen schon seit mehr als 150 Jahren. Und niemand habe es bisher beanstandet. Ja, wie will man denn einen Menschen mit dunkler Hautfarbe anders darstellen, als er dunkle Hautfarbe hat? Was, da kannst du nicht jetzt plötzlich weiß anmalen, das geht ja nicht. Ne? Es ist eine Tatsache, dass es dunkelhäutige und hellhäutige Menschen gibt. Also was soll der ganze Hype? Den Hype hat er entfacht. Okan Alatscha. Der Stuttgarter Politikstudent lebt zurzeit in Berlin und hat die Petition ins Rollen gebracht.
Seit er die Abschaffung des Wappens fordert, müsse er sich häufig anhören, ob er denn keine anderen Probleme hätte. Was ich auch ziemlich ableckend finde vom Thema, weil natürlich gibt es andere Probleme, aber ich möchte lokal auch aktiv werden, gerade als Stuttgarter. Auch in Berlin gibt es Streit, etwa um diesen Straßennamen. Ob das Wort Moor tatsächlich rassistisch ist, klären wir später. Die Darstellung der schwarzen Frau im Möhringer Wappen jedenfalls ist für Okan Alatscha klar diskriminierend. Es ist an der U-Bahn zu sehen und ich finde, dadurch relativiert man das halt auch und normalisiert diese karikaturhafte Darstellung einer schwarzen Person aus der Kolonialzeit. Und das war nie positiv gemeint, dass man eine schwarze Person so darstellt, sondern immer als degradierend und mit einer rassistischen Konnotation gemeint. Seine Petition hat nicht nur Unterstützer, sondern auch unzählige Gegner. Viele Möhringer werfen ihm vor, Tradition und Geschichte auslöschen zu wollen. Wo ich mir halt auch die Frage stelle, warum braucht man als Möhringer oder als Möhringerin dieses Wappen, das irgendwie Rassismen weiterträgt, als identitätsstiftendes Merkmal. Und was halten eigentlich die Möhringer Bürgerinnen und Bürger von dem Wappen und von dem Streit darüber? Wie empfinden Sie die Diskussion? Lächerlich. Warum? Das ist Tradition. Ich finde es einfach schade, ein Wappen, das so lange bestand, jetzt zu ändern. Also man kann es ja auch irgendwie, ich weiß nicht, für mich gehört es dazu. Findet ihr das rassistisch? Ja, mittlerweile ja, heute. Also so wie, es ist ja schon sehr karikativ dargestellt mit dicken Lippen und so weiter. Und das finde ich schon übertrieben stereotypisch. Genau. Und wir können ja nicht alle unsere Historie verleugnen. Alles, was mal war, das können wir doch nicht verleugnen. Das gibt's doch nicht. Das ist idiotisch. Das Bezirksamt in Möhringen hat dennoch reagiert und einen Wettbewerb gestartet. Ein neues Wappen soll her. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse. Die Männer vom Bürgerverein wundern sich, was ihr geliebtes Wappen so alles auslöst. Nehmen es bisher aber noch mit trotzigem Humor. Im neuen Möhringer Wappen machen wir oben rechts machen wir dann eine Moor rüber rein. Das gab schon Ideen, ja. Aber da würden wir uns ja diese Meinung beugen. Und ja, das tun wir auf keinen Fall. Nein, das machen wir nicht. Wir machen da keinen Rückzieher. Für sie steht fest, der Bürgerverein behält das alte Wappen. Rassismusvorwurf hin oder her. Was versteht man eigentlich in diesem Zusammenhang unter Rassismus? Das ist nichts, was ich nicht verstehe. Nur weil hier ein Mensch mit dunkler Hautfarbe abgebunden ist, was ist daran rassistisch? Schon bald bekommen sie eine Antwort auf die Frage, ob das ihre Meinung zu ihrem Wappen ändert? Nicht nur Symbole, auch Bezeichnungen wie etwa für diese Süßigkeiten stehen auf dem Prüfstand. Wie nennen Sie die? Das ist ein Mohrekopf. Mohrekopf. Einfach. Ah ja. So ist man aufgewachsen damit. Mohrenkopf darf man ja auch nicht mehr sagen. Negerkuss immer noch. Sie? Mohrenkopf. Korrekt natürlich Schokoschäumling. Ein Schokokuss. Schokokuss heißt es bei uns, genau, ein Schokokuss. Warum haben Sie jetzt so lange überlegt? Ja, weil das so, wie man das früher genannt hat, das ja, man das heute zweimal überlegt, welche Wörter man da in den Mund nimmt. Wie wichtig ist der korrekte Begriff? Die Frage polarisiert. Die einen kritisieren alte Namen von Apotheken, Straßen oder Gasthäusern. Andere dagegen verstehen die ganze Aufregung nicht. So wie er. Andrew Onwekbu ist Chef und Eigentümer dieses Restaurants in Kiel. Ich bin als Moor zur Welt gekommen. Ich bin auch stolz darauf. Ich finde das furchtbar und traurig, wie Rassismus hier in Deutschland bekämpft wird. Ich glaube, das wird an falsche Ecke oder falsche Ende gekämpft werden. Hallo Andrew. Ja, hallo.
Ich habe was mitgebracht. Ja, oh, Negerkuss, lecker. Aber bei uns benutzt man das N-Wort nicht mehr. Wer Negerkuss sagt, ist längst noch kein Rassist. Und Rassismus verbirgt sich nicht in Namen und auch nicht in Logos. Andrew Onuwegbu kam 1992 nach Deutschland, machte eine Ausbildung zum Koch und träumte von einem eigenen Restaurant. Schon früh dachte er sich dafür zwei Namen aus. 2007 war es soweit. Er kaufte ein Gasthaus und taufte es zum Mohrenkopf, weil er mit dem Wort Gutes verbindet. Der Mohrenkopf ist im Mittelalter eine Auszeichnung für gute Küche. Und Sie wissen ja, die Schwarzen gilt als hier, als gute Küche und gute Mediziner. Und deshalb habe ich den Namen das Restaurant verpasst, zum Mohrenkopf. Was wäre der andere Name gewesen? Ich habe vergessen. Dass der Name polarisiert, fiel ihm erst auf, als er mit einer Brauerei verhandelte. Und die wollen wissen, wie der Name heißen soll, habe ich zum Mohrenkopf gesagt. Und alle haben gesagt, oh nein, das darf man gar nichts. Ich war total überrascht. Ich habe gesagt, wozu? Wieso nicht? Und ich habe gesagt, jetzt kommt der Mohr, jetzt dürft ihr den Namen wieder sagen. Das ist nicht rassistisch. Moin, moin. Alles gut? Ja? Prima, sehr gut. Guten Appetit. Dankeschön. Hat Andrew Onuwegbu recht mit dem, was er sagt? Seit mehr als 20 Jahren hat er die deutsche Staatsbürgerschaft und fühlt sich in Kiel zu Hause. Und wenn man in Kiel und will vernünftige norddeutsche Küche, dann muss man Mohrenkopf aufsuchen. Ja? Er ist schon ein kleiner Promi, mit dem man sich gerne zeigt. Danke. Haben seine Gäste mit dem Namen des Restaurants eigentlich keine Probleme? Dann müssen wir den Alltagsrassismus bekämpfen. Aber nicht mit solchen billigen Mitteln. Wir ändern jetzt den Namen beim Lokal. Es ist ja immer so, wenn einer selber über sich, ich sag mal, über sich spricht und das benutzt, dann ist das, finde ich, ja seine Sache. Mohr sei ein positives Wort. Darauf beharrt der schwarze Gastwirt. Aber ist es deshalb unbedenklich? Warum hat diese fast 100 Jahre alte Kieler Apotheke ihren Namen geändert? Vor ein paar Monaten hieß sie noch so. Zusammen mit Andrew Onuwegbu treffen wir bald den Eigentümer. In Hamburg sind wir mit einer Frau verabredet, die anders denkt als der Kieler Gastwirt. Sie will, dass rassistische Worte endlich bestraft werden. Charlotte Enzimiro hat es dabei vor allem auf ein Wort abgesehen, das für sie persönlich eine der schlimmsten Beleidigungen darstellt. Wie kam es dazu? Wie heute saß sie damals in der U-Bahn und las die Nachrichten. Diese hier machte sie fassungslos. AfD-Abgeordneter durfte das sogenannte N-Wort sagen. Hier sind ganz, ganz viele Emotionen plötzlich hochgekommen. Und aber das habe ich immer wieder, vor allem wenn ich dieses Wort sehe, höre, lesen muss, dass sich das echt anfühlt wie ein Schlag in die Magengrube. Nicht allein das Wort hat sie geschockt, sondern die Geschichte hinter dieser Überschrift. In einer Landtagsdebatte in Mecklenburg-Vorpommern über Asylbewerber spricht der AfD-Politiker das N-Wort mehrfach aus und rechtfertigt seine Wortwahl so. Komme ich mal zu einer ganz grundsätzlichen Sache. Das Wort Neger habe ich bewusst gewählt, Herr Ritter, weil ich mir eben nicht vorschreiben lasse, was hier Schimpfwort sei oder was nicht. Für Charlotte Enzimiro aber ist dieses Wort schon zeitlebens eine der schlimmsten Beleidigungen. Die Deutsche ist in Göttingen geboren, Tochter einer weißen Frau und eines schwarzen Mannes. Und immer wieder wurde sie mit dem N-Wort beleidigt. Es fängt ja alles mit Worten an.
Ich fühle mich zutiefst erniedrigt, entmenschlicht. Und es macht einen sehr, sehr traurig. Also es ist, kann man eigentlich kaum in Worte fassen, weil man so viel fühlt. Ich fühle mich dann misshandelt. Die Geschichte aus Schwerin serviert ihr aber noch eine weitere Demütigung. Also dieser Neger kann anschließend aufgrund fehlender Reisedokumente jahrelang nicht abgeschoben werden. In diesem Stadium gefangen. Die Landtagspräsidentin erteilt dem AfD-Abgeordneten für seine Wortwahl einen Ordnungsruf. Doch der klagt vor dem Landesverfassungsgericht gegen die Zurechtweisung. Die Richter geben ihm Recht und urteilen, sein Rederecht sei durch den Ordnungsruf verletzt worden. Für Charlotte Enzimiro ein Skandal. Ja, war ich erst mal innerlich zumindest sprachlos, also einfach schockiert. Also ich erlebe schon mein ganzes Leben lang Rassismus, seit ich ja quasi Dinge bewusst wahrnehmen kann. Und dieses Urteil war dann für mich nochmal so, jetzt habe ich es schwarz auf weiß. Doch die angehende Journalistin will den Richterspruch nicht einfach stehen lassen. Sie setzt eine Petition auf und fordert, das N-Wort rechtlich als rassistisch anzuerkennen. Rund 200.000 Menschen unterstützen sie und haben bereits unterschrieben. Das würde dann bedeuten, das N-Wort ist dann quasi verboten. Darf man dann gar nicht mehr aussprechen? Nein, also man kann Worte ja nicht verbieten. Ne? Also das geht ja nicht, dass jemand was sagt und dann kommt nur noch so ein Piepton raus. Schön wär's manchmal, aber das funktioniert so natürlich nicht. Aber wenn ich als schwarze Person zum Beispiel als N-Wort betitelt werde, dass ich die andere Person anzeige und eigentlich rechtlich ganz klar ist, dass es sich dabei um eine rassistische Beleidigung handelt, und die Person natürlich dann auch weniger Spielraum hat, zu sagen, nee, das war aber gar nicht so gemeint. Ihre Petition richtet sie an das Bundesjustizministerium in Berlin. Wir fragen dort, welche Konsequenzen man aus der Forderung zieht. Gibt es bald ein neues Gesetz? Den AfD-Abgeordneten Nikolaus Kramer fragen wir, ob er das N-Wort weiterhin nutzen möchte. Nicht von allen werden wir eine Antwort bekommen. In Berlin wollen wir wissen, woher das N-Wort eigentlich stammt. Die Sprachforscherin Susan Arndt forscht seit Jahren zu Begriffen und ihrer Geschichte. Rassismus kommt aus einer viel zu langen Geschichte und wirkt sich eigentlich in jede Pore der Gesellschaft aus, eben auch darauf, wie wir sprechen. Arndt gehört zu den führenden Expertinnen auf diesem Gebiet. Ihre Arbeit liefert der Wissenschaft viele Impulse. Sprache beeinflusse unser Denken und damit den Alltagsrassismus, sagt sie. Wie bewertet sie das N-Wort? Lässt es sich neutral verwenden? Das N-Wort also ist ein Begriff, der im Kontext des Kolonialismus geprägt wurde, und zwar ganz konkret im Kontext der Versklavung afrikanischer Menschen. Dass das nicht ging, ohne extreme Gewalt aufzuwenden. Folter, Vergewaltigung gehörten zu dem Gesamtpaket dazu. Und Europa wollte sich das legitimieren und sagte, es gibt vier Rassen und die Weißen sind allen anderen überlegen. Praktisch, dass in der christlichen Farbsymbolik Weiß für gut und Schwarz für böse stand. Und das N-Wort bedeutet nun mal Schwarz. Und so werden dunkelhäutige Menschen als primitiv, animalisch und faul herabgewürdigt. Selbst die Aufklärung brachte keine Besserung. Von wegen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Immanuel Kant schreibt, die Menschheit habe in der Rasse der Weißen ihre größte Vollkommenheit erreicht. Schwarze dagegen stehen in seiner Rassenlehre weit unten, sind für ihn keine vollwertigen Menschen. Wer nicht Mensch genug war, hatte nicht genug Bewusstsein und konnte de facto dadurch versklavt werden. Und genau diese Geschichte, das sind keine vollwertigen Menschen, deswegen dürfen wir ihnen als Weiße Gewalt antun, steckt in dem N-Wort ganz klar drin. Es hat nie zu was anderem gedient. Wer also heute noch dieses Wort benutzt und behauptet, es sei neutral, verachtet den geschichtlichen Hintergrund des Begriffs. Und welche Geschichte steckt im Möhringer Wappen?
Hat das Wort Moor damit zu tun? Spurensuche im Möhringer Heimatmuseum. Die beiden Museumschefinnen beschäftigen sich schon lange mit der Entstehung des Wappens sowie den Geschichten, die sich dahinter verbergen. Und die bergen einige Überraschungen. Man muss auch bedenken, dass eben Möhringen mit der Eingemeindung 1942 nach Stuttgart eben auch sein Wappenrecht verloren hat und es damit auch gar kein offizielles Wappen mehr ist, sondern eben das Wappen der Stadt Stuttgart eben auch für Möhringen gilt. Das Wappen ist also seit 80 Jahren rechtlich unbedeutend. Und noch etwas erstaunt, das heutige Wappen war nicht immer so. Da ist im Übrigen das alte Wappen am Tor draußen, die heilige Katharina. Da noch alte. Genau, und da sieht man ja auch, dass es bisher da einfach nicht aufgetaucht ist. Ja, da ist es nie drin. Doch wieso tauchte die heute so umstrittene schwarze Frau plötzlich im Möhringer Wappen auf? Bevor wir diese Frage auflösen, ein Blick hinüber ins Bürgerhaus. Dort startet heute die Ausstellung des großen Wappenwettbewerbs. 28 Ideen, garantiert rassismusfrei, wurden beim Bezirksamt eingereicht und werden jetzt öffentlich ausgestellt. Corona-konform hinter Glas. 3 Monate lang können Bürgerinnen und Bürger jetzt über das neue Wappen abstimmen. Sie hatten schon auch den Eindruck, dass das alte Wappen rassistisch ist. Nein, also der Bezirksparat hat definitiv gesagt, er geht nicht davon aus, dass es rassistisch gemeint war, sondern man muss es in dem geschichtlichen Kontext sehen, in dem es entstanden ist. Nur, wie ist es denn entstanden? Konnten die beiden Leiterinnen des Möhringer Heimatmuseums etwas herausfinden? Um 1100 herum wird Möhringen erstmals erwähnt. Gegründet wurde die Siedlung von einem alemannischen Fürsten. Der hieß Moro und war weder eine Frau noch schwarz. Und auf diesen Sippenführer, den Moro, geht Möhringen zurück. Es hieß Möhringen ganz lange, auch ohne H am Anfang. Und da kommt die ursprüngliche Namensbedeutung her. Ich denke, es war einfach eine Fehlinterpretation dieses Moro-Namens, dass man das zum Mohren als Symbol gemacht hat. 1854 taucht eine schwarze Person erstmals auf der Uhr des Möhringer Spitalhofs auf. Eine Zeit, in der auch das Wort Moor sehr gebräuchlich war. Es war stylisch, es war der Zeitgeist, es war der beginnende Kolonialismus. Und vielleicht wollte man da eben auch in Möhringen so ein Symbol im Wappen haben. Ist das Wappen auch 170 Jahre später noch zeitgemäß? Ah ja, da sind sie ja. Die Männer vom Bürgerverein sind neugierig. Bringt sie der Wappenwettbewerb vielleicht auf neue Ideen? Ja, das ist auch der Inhalt von unserem Wappen, das wir benutzen. Genau. Und das ist die Siedlungsgeschichte da bei 16. Mir gefällt es rein grafisch nicht mehr. Ja, das ist unheimlich schwierig, wie gesagt. Und hier ist es so einfach, dass man jetzt den Mohrenkopf einfach durch so einen... Das finde ich gar nicht so schlecht. Durch so einen Ritter austauscht. Der Hinweis auf den Moro als Gründer, gut, des Dings, ja, ist das gar nicht als so. Als alemannischer Streiter. Ja. Aber egal, welche Idee am Ende das Rennen macht, noch scheinen sie weiterhin ihr gewohntes, altes Wappen nutzen zu wollen. Wir haben eine ganze Reihe von Mitgliedern. Und wenn man die befragt, sagt mal, findet ihr, dass wir, der Bürgerverein, rassistisch sind, wenn wir das beibehalten? Da war nie eine Ja-Stimme dabei. Aber im Bürgerverein sind keine Schwarzen? Nee. Nein. Sind aber willkommen. Und wenn da jetzt einer dabei wäre oder eine, die sagen würde, ich finde aber das Wappen rassistisch. Dann müssen wir es diskutieren. Dann müssen wir darüber sprechen. Denn auch. Was uns leider fehlt, ist der vom Rassismus Betroffene, der hier steht und seine Erfahrungen und seine Vorbehaltungen uns mitteilt. Ja, das fehlt gut. Schon bald werden die Männer einer schwarzen Frau begegnen. Was wird sie zu dem alten Wappen sagen?
Noch einmal zurück in Kiel, bei Andrew Onuwegbu, dem Schwarzen, der sich selbst als stolzer Moor bezeichnet. Deshalb findet er es auch traurig, wenn immer mehr Mohrenapotheken verschwinden. Auch diese, direkt in seiner Nachbarschaft, hat jetzt einen neuen Namen. Ich bin der Meinung, dass das ist ein Fehler, weil wenn der Name Moor Apotheke negativ besitzt war, hätte man diesen Namen nicht gegeben. Vom jetzigen Eigentümer erfährt er gleich, weshalb der seine Mohrenapotheke nach fast 100 Jahren umbenannt hat. Hallo. Hallo. Moin, moin. Der Mohrenkopf, Herr Rath. Jens Rath. Wie geht's? Danke, gut. Jens Rath erzählt ihm, dass er sich nach den Black Lives Matter-Protesten dazu entschlossen hat. Deswegen war das tatsächlich auch, also für mich genau der richtige Zeitpunkt, das jetzt zu sagen, weil dann können wir ja auch ein Zeichen setzen, sozusagen, ja, okay, wir wehren uns dagegen, gegen den Alltagsrassismus und benennen uns jetzt einfach um. Verständlich? Ja, wie Herr Rath das erklärt hat, wenn man uns beide jetzt anschauen, ich bin der schwarze Mann, ich habe den Namen gesucht, mit dem ich mich identifizieren kann. Ich bin ein Moor, ich bin als Moor zur Welt gekommen, darauf bin ich auch stolz. Und vernünftige Deutschen halte auch an meiner Seite und sagt zu mir auch, ich soll dabei bleiben. Auch Jens Rath haben viele geraten, den alten Namen zu behalten. Doch das waren aus seiner Sicht keine vernünftigen Ratgeber. Was dann in der Diskussion viel schlimmer war, das fand ich, dass sich dann halt viele, sag ich mal, ja, man kann sich vielleicht als Nazis bezeichnen, dann gesagt haben, so, bleib standhaft und ändert den Namen bloß nicht schon wieder und so weiter. Ne? Das fand ich viel schlimmer. Also, da haben wir wirklich bergeweise an Post bekommen und E-Mails und so weiter. Aber wer hat nun recht? Ist Moor ein rassistischer oder ein neutraler, vielleicht sogar positiver Begriff? Viele Weiße meinen, es sei gar nicht rassistisch oder meinen sogar, es sei positiv besetzt. Das ist es aber nicht, das war es auch noch nie. Also tatsächlich leitet sich das schon aus dem Griechischen für schwarz her. Schon bei den Griechen beschrieb das Wort nicht nur eine Farbe, sondern bedeutete auch dämonisch und böse. Aristoteles lehrte, die Sonne verbrenne nicht nur Haut und Haare, sondern auch Gehirne. Und so galten Schwarze als Menschen zweiter Klasse. Schwarze sind da zum Dienen, um versklavt zu werden. Diese weiße Perspektive spricht eben auch aus dem M-Wort. Viele meinen, es sei positiv. Zum Beispiel wird immer wieder auf den heiligen Mauritius verwiesen. Erstens, wir wissen gar nicht genau, ob der heilige Mauritius tatsächlich eine schwarze Person war. Aber ganz wichtig auch, warum wird er verehrt? Der heilige Mauritius gilt als Namenspatron der Mohrenapotheken. Dabei war er kein Arzt, sondern Kommandeur einer römischen Legion. Der Legende nach weigerte er sich, Christen zu töten und wurde deshalb hingerichtet. Und dann sind seine Relikte eben heilig geworden und denen wird zugesprochen, dass sie heilen können. Aber es war eben nicht, wie viele oft denken, ein Arzt oder ein Heiler, der eben dadurch geehrt wird, sondern tatsächlich jemand, der als Märtyrer gestorben ist, um das Christentum zu beschützen. In der Kolonialzeit verschleppten Europäer Menschen aus Afrika und hielten sie als Sklaven. Reichen Europäern galten schwarze Diener und Köche als Statussymbole. Als solche wurden sie, etwa für Gemälde, extra mit Schmuck ausgestattet. Und so entstand das Klischeebild, das wir heute noch oft sehen. Und wenn ich das heute reproduziere, dann ist es bestenfalls unbedacht. Für mich ist es eine Verharmlosung von Kolonialismus samt seiner Genozide und Millionen von Toten. Für Andrew Onuwegbu aber ist der Name eine Art Markenzeichen. Trotz der Geschichte dahinter sieht er keinen Grund zum Umdenken. Man muss sich vorstellen, wenn man in gesamte Deutschland oder auch Bundesgebiet alle Namen und Logos, die mit Moor oder Neger, weiß ich nicht, schwarzer Mann abreißen, trotzdem ist Rassismus nicht besiegt. Zurück nach Stuttgart, zum Möhringer Wappenstreit. Dass das alte Wappen groß auf einer Stadtbahn prangt, hat Maimuna Obert,
schon immer gestört. Seit die Stuttgarter Juristin vor knapp 5 Monaten Mutter wurde, ärgert sie sich noch mehr darüber. Ich sehe die Karikatur eines schwarzen Menschen. Ich stelle mir vor, wie mein Sohn hier hinfährt und mit seinen Freunden und dann alle sagen, guck mal, Otto, das bist du. Und allein das ist für mich schon ein Grund zu sagen, nein, das kann so nicht bleiben. Oh, die sind ein bisschen bunter. Dass die Bürgerinnen und Bürger jetzt selbst das neue Wappen wählen können, gefällt ihr. Endlich verschwinde damit das Alte aus der Öffentlichkeit. Ah, das ist auch cool. Das da ist doch cool. Die 7. Doch was, wenn die Herren vom Bürgerverein das Alte weiterverwenden wollen? Wir haben sie eingeladen, um heute mit Maimuna Obot über das alte Wappen zu sprechen, damit sie auch mal eine andere Perspektive kennenlernen. Und das ist auch ganz gut, dass Sie jetzt hier sind, wie Sie die Sache sehen. Es ist schmerzhaft jedes Mal für mich, wenn ich diese Darstellung sehe, die es immer noch gibt, zum Beispiel auf der Straßenbahn. Das ist ja nicht schön, weil es ist keine Darstellung eines schwarzen Menschen, sondern das ist eine Karikatur. Und niemand wird ja gerne mit einer Karikatur verglichen. Und, das machen Sie doch eigentlich selber. Sie gucken sich das Bild an und vergleichen sich mit der Karikatur. Die Karikatur selber ist ja eigentlich neutral. Aber man hat sie ja trotzdem sehr furchtbar dargestellt. Man hat sie ja dargestellt, sie ist ja, man sieht, sie soll nackt sein. Man sieht nur den Kopf, aber sie soll nackt sein. Das ist genau die Art und Weise, wie man eben schwarze Menschen dargestellt hat. Man sieht nur die Schulter und den Kopf. Es ist, aber das ist alles ganz arg verletzend und es ist nichts so, wie ich mich repräsentiert sehen möchte. Mit jedem der neuen Vorschläge könne sie sich besser identifizieren als mit dem alten, kolonialistischen Bild, so Maimuna Obot. Werden Sie dann zukünftig nur noch das neue Wappen verwenden? Der Bürgerverein bleibt beim alten Wappen, weil es ist kein offizielles Wappen. Das benutzen wir, um den Ort Möhringen darzustellen. Und Sie benutzen dann das alte Wappen weiterhin in dem Wissen, dass es viele Leute verletzt? Nein, das Wissen haben wir nicht. Wir kennen nur eine Person, das sind Sie. Also wo sind die anderen vielen, die sich davon verletzt fühlen, wenn der Bürgerverein weiterhin dieses alte Wappen benutzt? Aber das ist doch genau, Sie wollen jetzt von jeder einzelnen schwarzen Person in Stuttgart wissen, wie sie das empfindet. Und dann würden Sie Ihre Meinung ändern oder doch auch nicht, weil Sie noch eine Person nicht gesprochen haben. Eigentlich haben wir die Juristin und die Männer vom Bürgerverein ja zusammengebracht, weil wir hofften, sie kämen sich dabei näher. Also das, was er da vom Stapel lasse, aber es ist eine Beleidigung. Nein, das ist aber keine Beleidigung. Das tun Sie entscheiden. Moment, Sie entscheiden, wann ich mich beleidigt zu fühlen habe. Sie unterstellen uns, wir wollen Sie weiter beleidigen. Das waren Ihre Worte. Beleidigen, sage ich. Ja, tun Sie. Das tue ich nicht. Doch. Ich habe Sie nicht beleidigt. Doch, durch die Verwendung des Wappens. Sie fühlen sich dadurch beleidigt. Ich bin dadurch beleidigt. Wir haben es gehört, wir werden drüber nachdenken. Und wir heißen alle Leute, die nicht weiß sind, im Bürgerverein herzlich willkommen, ohne sie zu beleidigen. Zurück bleibt bei allen Beteiligten ein schlechtes Gefühl. In 3 Wochen werden wir sie wieder treffen. Ob der heutige Tag etwas bewirkt hat? Wir werden sehen. Was wiegt schwerer? Tradition oder das Recht auf einen diskriminierungsfreien Alltag? Symbole und Sprache bestimmen unsere Geschichte, prägen unser Denken und Handeln. Müssen wir also jetzt alle alten Bücher neu drucken? Sie unserer modernen und vielfältigen Gesellschaft anpassen? Sicher nicht. Und dennoch gibt es sinnvolle Anpassungen, zum Beispiel in Kinderbüchern. Vermutlich würde Astrid Lindgren heute, im Jahr 2022, freiwillig in ihrem Pipi-Langstrumpf-Klassiker auf das N-Wort verzichten. Auch viele Unternehmen brechen inzwischen mit Traditionen. Mehr als 100 Jahre dauerte es jedoch, bis aus dem Sarotti-Moor ein Magier wurde.
oder aus dieser Bezeichnung eine Paprikasoße. Entschuldigung, darf ich Sie mal ganz kurz was fragen? Wie ich das benennen würde, würde genau. Ich sagen. Paprikaschnitzel. Zigeunerschnitzel, was man nicht sagen darf. Schnitzel mit Paprikasoße. Das ist Schnitzel, Zigeunersoße, Pommes. Ich kenne das noch als Zigeunerschnitzel. Ah, okay. aber ich würde jetzt auch Paprikaschnitzel sagen. Genau. Und warum benutzen Sie das andere alte Wort nicht mehr? Weil ich einfach nicht diskriminieren sein will. Paprikaschnitzel? Aber das wäre dann schon ungarisch, hat dann nichts mehr mit Zigeunerschnitzel zu tun. Aber was ist doch? Aber wieso ist es ein Schimpfwort? Es ist keine Eigenbezeichnung, es ist eine Fremdbezeichnung, die per se dazu gedacht ist, diesen Menschen eben Bürgerinnenrechte in Europa abzusprechen. Bereits im 19. Jahrhundert wurden sogenannte Zigeuner verfolgt und diskriminiert. Im Dritten Reich erreichte die Stigmatisierung ihren grausamen Höhepunkt. Die Nazis ermordeten etwa 200.000 bis 500.000 Sinti und Roma. Legitimiert durch die unmenschlichen Rassengesetze. Dabei gab es eine Gesetzgebung, die ihm sagte, die seien im per se, hätten VerbrecherInnenblut. Und teilweise galten diese Gesetze oder Lehrbücher bis in die 60er, 70er Jahre hinein. Das alles steckt in diesem Wort drin. Inzwischen nutzen viele das Z-Wort aus guten Gründen nicht mehr. Unternehmen haben es gestrichen. Und auch einige Gaststätten bieten lieber rassismusfreie Paprikaschnitzel an. Sind solche Streichungen und Korrekturen immer nötig? In Hamburg treffen wir wieder Charlotte Enzimiro. Sie freut sich über jede gestrichene rassistische Bezeichnung, der sie nicht mehr begegnen kann. Ist sie deshalb zu empfindlich? Denn das wird ihr immer mal wieder vorgeworfen, wenn sie verlangt, auf diskriminierende Wörter zu verzichten. Wir sind nicht zu empfindlich. Ich finde das sehr, sehr anmaßend und respektlos, schwarzen Menschen ihre Empfindungen auch abzusprechen, was an sich nochmal ein rassistischer Akt ist, indem man sagt, deine Gefühle, deine Empfindungen, deine Erlebnisse zählen nichts und ich spreche dir das ab. Auch deshalb fordert sie vom Bundesjustizministerium, dass das N-Wort endlich juristisch als rassistische Beleidigung bestraft werden kann. Und was sagt das Bundesjustizministerium dazu? In einer schriftlichen Antwort weist eine Sprecherin darauf hin, dass sich Betroffene bereits jetzt gerichtlich wehren können. Eine rechtlich verbindliche Entscheidung, ob eine Strafbarkeit wegen Beleidigung in einem individuellen Fall vorliegt, kann jedoch nur durch die zuständigen, unabhängigen Gerichte getroffen werden. Ausreichend, befriedigend? Nee, ja, offensichtlich. Offensichtlich nicht, weil die unabhängigen Gerichte ja auch ganz unterschiedliche Wissensstände haben oder Richter mit den unterschiedlichsten Gesinnungen. Ich möchte niemandem was unterstellen, aber da muss einfach irgendwo eine Vereinheitlichung her. Gerichte als oberste Verbotsinstanzen für alle möglichen Begriffe? Kann das die Lösung sein? Vom AfD-Abgeordneten gab es übrigens keine Antwort auf unsere Anfrage. Menschen, die das dann trotz allem einfach auch vielleicht aus Protest und Bockigkeit weiterhin sagen, ja, es sind dann einfach, die müssen sich das dann gefallen lassen, dass sie von mir oder von anderen Menschen als Rassisten bezeichnet werden. Ja. Wie möchtest du, wie wollen Schwarze richtig respektvoll bezeichnet werden? Also die Selbstbezeichnung schwarzer Menschen ist schwarz, nicht farbig. Farbig ist ein kolonialistischer Begriff. Genauso wie das N-Wort oder das M-Wort. Und wenn man nicht weiß, wie eine Person bezeichnet werden möchte, dann kann man immer nachfragen. Und was hält sie vom Möhringer Wappen? In diesem Augenblick sieht sie es zum ersten Mal. Weiß nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Schrecklich, also schrecklich bezeichnet es, glaube ich, ganz gut.
ist natürlich komplett überzeichnet. Also wie kann man nur? Wir wissen, dass die Sklaverei, der Kolonialismus falsch war, dass da mit den menschenverachtendsten Dinge, die man sich nur vorstellen kann, passiert sind. Und sowas dann auch noch mit Stolz in seinem Wappen zu tragen, in der heutigen Zeit, da frage ich mich manchmal, wie die Leute noch ins Spiegel gucken können. In Möhringen sind mehr als 3 Wochen seit dem Streitgespräch mit der schwarzen Maimuna Obert vergangen. Halten Volker Grosser, Klaus Rode und Klaus Eberle vom Bürgerverein immer noch am alten Wappen fest? Oder hat das Gespräch Spuren hinterlassen? Mir hat es so aufgewühlt, dass ich nachts nicht schlafen kann. Das hat mich so stark beschäftigt. Ich musste noch mal mit ihnen noch mal sprechen. Dann. Und ja, das hat mich total runtergezogen. Die Männer waren überrascht, wie vehement Maimuna Obert ihnen entgegengetreten ist, erzählen sie. Nicht immer fanden sie ihre Argumente überzeugend. Aber der Perspektivwechsel habe etwas in Gang gesetzt. Wenn man das aus unserer eingeschränkten Sicht sieht, ist da nichts Rassistisches dran. Wenn jemand anders sich hinstellt und sagt, schauen Sie mal an, diese wulzigen Lippen und die Ohrringe, das alles zeigt doch auf die Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung hin. Ja, da muss ich sagen, das ist durchaus eine Sichtweise, die kann man haben. Und wie geht es Maimuna Obert nach dem Treffen mit dem Bürgerverein? Dass die Männer abwehrend und wenig einsichtig reagiert haben, hält sie für normal. Das beobachte sie oft in solchen Gesprächen. Rassismus, sagen alle, das gibt's, aber im eigenen Leben, im eigenen Umfeld möchte man das immer nicht wahrhaben. Insofern ist es so eine ganz übliche Abwehrhaltung, indem man das Böse von sich weghält. Aber auch sie gibt Fehler zu. Sie setze oft zu viel Wissen über Rassismus voraus. Andererseits fehle ihr das Verständnis, wie es sich anfühlt, plötzlich mit Rassismusvorwürfen konfrontiert zu sein, nur weil man an jahrzehntealten Gepflogenheiten festhalten möchte. Vielleicht fehlt mir da das Verständnis für die Gegenseite. Das kann ja auch schlecht sein, dass mir da das Verständnis für die Gegenseite fehlt. Dennoch hält sie den öffentlichen Kampf gegen rassistische Sprache und Symbole für wichtig, weil sie hofft, dass ihr Sohn diese Kämpfe später einmal nicht mehr austragen muss. Bezüglich Möhringen würde ich mir natürlich wünschen, dass das neue Wappen große Akzeptanz findet im Stadtteil, sowohl beim Bürgerverein, aber auch bei allen Leuten, und dass es auch ein Vorbild sein kann für Wappen in ganz Deutschland. Okay, ich mutti, Baby. Die Männer vom Bürgerverein räumen ein, viel in den letzten Monaten gelernt zu haben. Die Debatte um ihr altes Wappen und den dadurch entstandenen Ideenwettbewerb war auch für sie bereichernd. Klar ist es jetzt ein Anstoß, um jetzt noch mal darüber zu denken. Ich glaube, dass das im Bürgerverein auch noch eine gewisse Zeit braucht, um mal einzusickern. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ein neues, attraktives Wappen da ist, dass man durchaus darüber überlegt, ob man in das Emblem des Bürgervereins das mit aufnimmt. Zeiten ändern sich, auch in Möhringen. Und der Bürgerverein wird sich wohl der Frage stellen müssen, was wäre wirklich verloren, wenn die schwarze Frau bald aus diesem Wappen verschwindet? Da kann man immer sagen, ja, wir haben größere Probleme. Es wird immer irgendwo ein größeres Problem geben, aber man muss halt irgendwo anfangen. Und Worte sind einfach Macht und Worte können so, so viel Schaden anrichten bei Menschen und auch in der Gesellschaft. Es ist nicht einfach, auf alte Traditionen zu verzichten oder lang gewohnte Redewendungen aufzugeben. Wer damit Schwierigkeiten hat, ist nicht gleich ein Rassist. Doch wenn man weiß, dass bestimmte Worte und Symbole verletzen können, warum sollte man sie dann weiter benutzen?